Ja, also, ihr habt gemerkt, ich habe ein bisschen Englisch gelernt für die Amerika-Tournee, die nächstes Jahr ansteht. Ja, die Amerikaner wollen uns haben. Vegas soll es sein. Johannes Heesters hat auch noch mal einen Vertrag unterschrieben für 10 Jahre. Ja, wenn er stirbt, der ist ja schon alt, dann muss er ausgestopft in der Hotelhalle sitzen. Und dann kann man bei ihm Karten ziehen. Ja, Amerika soll es sein, aber vorher geht es nach Japan. Die Japaner wollen uns, Tokio soll ich spielen, hier mit der Band, in einem selbstverwalteten Jugendzentrum. Ist ganz gut da. Da passen so 40 Leute rein, die haben das ganz nett gemacht, mit Farbe gestrichen, die Heizung und so, sehr schön. Ist ein Keller, ehemaliger Nähkeller. Und wir wollen aber nicht mit dem Flugzeug dahin, denn mit dem Flugzeug fliegen ist Umweltkatastrophe. Ein Flugzeug verbraucht so viel Karotin, wie man allein nicht aus der Erde rausziehen kann. Ihr wisst ja, nicht nur in normale Möhre, sondern auch in Zuckerrübe ist ein bisschen Karotin drin. Da wird ja dann das Flugzeugbenzin draus gemacht, neuerdings. Ganz neue Methode. Und echtes Benzin wird dazu gemischt. Und der andere Teil, aus Zuckerrüben gewonnen wird, wird dann wieder wegeliminiert. Also ist ein reines Kerosin wird daraus gewonnen. Und damit fliegen die Flugzeuge. Und deshalb applaudiere ich an euch. Und prangere es auch an. Man kann auf dem Landweg nach Japan, ist überhaupt kein Problem. Habe ich mal gemacht, 1969, mit Rollschuhen. Ja, kein Problem. Bin ich im Ruhrgebiet los, dann immer Traunstein am Chiemsee lang. Sehr, sehr, sehr landschaftlich reizvolle Landschaft. Zweimal Landschaft, scheiße. Ja, und da bin ich also mit Rollschuhen, mit den Eisenrollen, da ist sehr, sehr laut, über Kopfsteinpflaster, Berg runter, sehr gefährlich, bin ich bis Indien, ach, noch weiter, weiter, über Tschechoslowakei, ja, durch Jugoslawien, Autoput, immer auf der einen Straße, immer Auto kaputt, links und rechts standen Autos. Die Leute drum am Schimpfen, der ADAC kommt nicht, der ADAC kommt nicht. Ja, haben Sie ihn denn angerufen? Nein! Dann kommt er auch nicht. Ach so! Damals gab es noch kein Handy, da musste man, wenn man auf der Autobahn einen Platten hatte, auf der linken Spur, konnte man noch gemütlich aussteigen und das Auto hochmachen. Und dann Radwechsel machen. Da kam nie einer auf der linken Spur. Heute ist das vollkommen unmöglich. Ja, wenn man LKW überholen wollte mit Rollschuhen, sah es dann schon etwas, musste man etwas sportlicher sein. Denn wenn man einen LKW überholt, kann man nicht genau wissen, ob ein anderer LKW vielleicht entgegenkommt. Und wenn dann mal einer entgegenkommt, muss man eine Zeit lang so laufen. Das habt ihr bestimmt schon mal gesehen bei Olympiade, bei Schlittschuhlaufen. Mein Gott, ist das langweilig. Aber es ist schwer. Dann kommt Griechenland, also Jugoslawien, und dann geht es über Griechenland. Und da muss ich euch was sagen. Wenn jemand sich für die griechische Küche interessiert und gerne griechisch isst, dann ist der in Griechenland an der richtigen Adresse. Kleiner Tipp von mir. Kleiner kulinarischer Tipp. Aber Türkei auch sehr interessant. Bosporus, sehr lecker. Mit Pommes. Das ist so ein keilförmiges Bein von einem Rind oder Ochse, da wird so abgeschält. Das gibt's auch für Vegetarier, das ist ein Holzbein vom Bullen. Bullenholzbein. Wird auch ganz fein, sonst kann man Holz ja nicht kauen. Muss ganz fein sein.
Einmal fein sein, ne? So, ihr könnt noch stehen, alles klar, er hält sich am Bass fest. Dann bin ich weiter durch Syrien, Irak, quer oben, dann Iran, sehr zerklüftetes Land, wenig Vegetation, dunkler Boden, alles wie so ein bisschen Asphalt, so hügelige Landschaft, sehr interessant, klarer Himmel. Dann kommt Afghanistan, Pakistan, Nepal, da hatte ich Pech, Nagelbettentzündung, linker Fuß. Dann Kelberpass. Ganz interessant, sehr steiler Pass, sehr hoch, sehr anstrengend. Wenn man dort hochgegangen ist, ja, wusste ich dann auch, warum der Kelberpass heißt. Da meint man, man hat gekalbt, wenn man oben ist. Dann über Pamir und Tunesien nach China. Normalerweise lerne ich immer Land und Leute kennen, aber bei China habe ich nur Land kennengelernt, weil ich kam nicht rein. Wegen der chinesischen Mauer. Die ist zwar nicht so hoch, aber unheimlich breit, sodass kein Mensch über die Breite drüber gehen kann. Also bin ich an der Mauer entlang gegangen und nach einer Zeit, muss ich euch sagen, fühlte ich mich beobachtet. Da lag doch jemand auf der Lauer. Da habe ich mal so ein bisschen geguckt und dann sehe ich, da ist eine kleine Wanze. Die lag auf der Mauer. Und auf einmal fing die an zu tanzen. La 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 la. Ne? Und ich rufe noch, ich sage noch, schaut euch mal die Wanze an, wie die Wanze tanzen kann. Ne? Aber keiner da, keiner da. Ich ganz alleine an der chinesischen Mauer. Ich gehe ein Stückchen weiter. Da höre ich so vor hinten aus der Ecke, höre ich immer. Kröpöck, kröpöck. Xing-Chang. Schere, oh, Brunnen, Papier, ah, Papier deckt Brunnen ab, ah, das Schere schneidet Papier, oh, dann und dann höre ich auch immer, bum, 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 bum. So, dann gehe ich da weiter, sehe ich auf einmal drei Chinesen mit einem Kontrabass. Die saßen da und erzählten sich was. Und da kam die Polizei und sagte, was ist denn das? Dann habe ich gesagt, da sind drei Chinesen im Kontrabass. Ich. Drau, Entschuldigung, Drauschaunauser. Dann kam noch plötzlich auf einmal der Biber Butzemann irgendwo raus. Und dann bin ich aufgewacht. Also war die Geschichte ja gar nicht wirklich passiert. Aber sie hätte passieren können. Denn alles, was wirklich real ist, kann auch Quatsch sein.